90 Jahre Arbeitsgemeinschaft der Oberpfälzer Heimatvereine in München. Das ist natürlich ein Jubiläum mit einer Hausnummer, das nach einer ganz besonderen Feier verlangt. Und wo könnte diese besser stattfinden als in München und dort in Münchens berühmtesten Wirtshaus, dem Hofbräuhaus natürlich. Erst ging es allerdings zur Mess anstatt zur Mass, und zwar in die ehrwürdige Kirche St. Peter mitten im Herzen von München. Dort zogen dann auch sämtliche Fahnenträger ein und es gab Musik. Und die Musik dazu lieferte die Musikkapelle aus Schwarzenfeld, ebenfalls aus der Oberpfalz. Zurück im Festsaal des Biermeckers ging dann die Feier richtig los. Begrüßt wurden alle Anwesenden zuerst einmal vom Münchner Kindl. Die darauffolgende Vorstellung der Ehrengäste, der geladenen Gäste und so weiter, die sparen wir uns jetzt an dieser Stelle, denn Sie sehen, der Saal war zum Bersten gefüllt und wirklich alles. Alles, was in, um und für die Oberpfalz Amt oder Ehrenamt hat, war anwesend. Ein weiterer Gratulant, ebenfalls ein Oberpfälzer, auch wenn er schon länger in München lebt, war Jürgen Kirner von der Couplet AG. Und der brachte dann auch sein Ständchen. Uns hat er dann erzählt, wie er die Feier fand. Also ich freue mich närrisch, dass ich heute da sein darf. Wirklich war im Hofbräuhaussaal, der war fast schon uns gehört. Und dass wir gratulieren dürfen zum Jubiläum, 90 Jahre Oberpfälzer in München. Es ist ein tolles Jubiläum, es ist ein wunderbares Fest, die Leute sind gut drauf und wir feiern richtig. Schöner kann es gar nicht sein, die Oberpfälzer können einfach feiern und in der Oberpfalz ist die Wirtshauskultur daheim, ganz klar. Und insofern sind die Oberpfälzer mit Abstand die Besten. Herzliche Gratulation nochmal zum 90-Jährigen. Und auf die nächsten 90 Jahre. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wegen mir könnte man noch ein paar Stunden weiter spielen. Ja, gut, da spielt es ein wenig weiter. Ja, aber wenn er warm, der Bus war. Eine schöne Musik ist toller, was hier, verstehst du? Auf jeden Fall. Ja, schon. Ja, und wenn Jürgen Kirner das schon feststellt, dann hören wir das uns zum Schluss auch noch ein paar Minuten lang an. Bis zum nächsten Jahr im Hofbräuhaus. Ab 90 feiert man nämlich jedes Jahr. Was gibt's denn Heil auf Gott? Ja, was gibt's denn Heil auf Gott? Ja, was gibt's denn Heil?